Es begann alles vor ca. 7 Monaten mit dieser Frage. Meine Religion ist der Islam. Gehöre ich deswegen nicht zu Deutschland? Es galt, einen Weg zur Integration und folgendes Projekt vorzustellen. 3, 2, 1, los! Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Islam im Brennpunkt. Nachdem ich den 3. Platz beim RTL Commit Award 2011 belegt hatte, wurde ich von einigen Bundestagsabgeordneten nach Berlin eingeladen. Dort sollte ich die Möglichkeit bekommen, mit dem Großen des Landes über Islam und die Integration zu sprechen. Es ist schön, ich habe Ihr Video auch gesehen, es ist sehr nett gemacht und sehr gut gemacht. Sehr gut. Also Ihre Eltern kommen aus Indien, habe ich gehört, ja. Und dass Sie so hier dann Gymnasium besuchen, ist Gymnasium schon zu Ende? Oder? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt in der 12. Bei einer Tasse türkischen Tee traf ich den Bundestagsabgeordneten Mehmet Kilic. Ein sehr freundlicher und offenherziger Mensch. Die Grünen aus meiner Sicht basieren auf sozusagen 3 Säulen. Eine ist Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung, wenn man religiös ausdrücken möchte. Ja. Etwa eine Stunde lang sprachen wir über all erdenkliche Themen. Am spannendsten fand ich die Anekdoten aus dem Leben von Herrn Kilic. Und da verging die Zeit wie im Flug. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Sie sind ja erfolgreich. Sie werden bestimmt noch mehr schaffen, als was das ist. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Nach der letzten Tasse Tee ging er schon wieder weiter zur nächsten Begegnung. Noch etwas Zeit für Sightseeing und einige Telefonate. Ja, so 14 Uhr. Und erster Termin haben wir auch schon mit da. Mit Mehmet Kilic. Und dann besuchte ich Herrn Dr. Hans-Peter Bartels, Bundestagsabgeordneter der SPD. Leider musste jedoch die Kamera während des Treffens ausbleiben. Das Gespräch mit Herrn Dr. Bartels war sehr persönlich. Alles Gute, weiter. Viel Spaß noch in Berlin. Er zeigte Interesse für individuelle Schicksale hinter dem sehr allgemeinen Begriff Integration. Wie Herr Dr. Bartels im Gespräch erwähnte, hatte er von dem Video für den Commit Award aus der Zeitung erfahren und beschloss daraufhin, ein Treffen zu arrangieren. Und mit diesem Treffen ging ein ziemlich anstrengender Tag zu Ende. Am zweiten Tag sollte es zu einer der Höhepunkte meiner Berlin-Reise kommen. Ein Termin stand an mit Herrn Dr. Frank-Walter Steinmeier, der Mitglied des Bundestages und Fraktionsvorsitzender der SPD ist. Trotz seines sehr engen Terminplans durfte ich mit Herrn Dr. Steinmeier am Rande seiner Rede bei der Podiumsdiskussion mit dem Thema "Wie wollen wir leben?" einige Worte wechseln. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich freue mich, dass so viele heute Morgen da sind. Danke, dass ich ein paar Worte sagen darf. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja. Und jetzt wurde es eng. Aufgrund der knappen Zeit musste ich nun zum nächsten Termin laufen. Vom Tagungsort zum Bundestag. Dort gab es ein Gruppengespräch, in dem der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix, Mitglied der SPD, den Fragen der Besucher Rede und Antwort stand.
Anschließend wurde die Kuppel des Bundestages gemeinsam besichtigt. Am dritten und letzten Tag der aufregenden Reise gab es weitere interessante und informative Gespräche. Der erste Termin des Tages führte mich zu Herrn Raju Sharma, der ein Abgeordneter der Linksfraktion im Bundestag ist. Das Besondere an Herrn Sharma ist, dass er wie ich aus Indien stammt. Muss man ja auch sagen können. Meinen Schein mache ich mir immer zu Hause. Achso, den mache ich ja zum Frühstück. Sie wohnen dann auch wie jetzt in Eckernförde? Nee, ich habe in Eckernförde. Anschließend beantwortete er einige Fragen zur Integration von Muslimen in Deutschland. Ich glaube, eine Gesellschaft wird bereichert dadurch, wenn da mehrere, viele Kulturen nebeneinander leben. Das ist ein Gewinn für alle Menschen. Also nicht nur für die, die angekommen sind, sondern auch für die, die schon da sind. Es ist ein Gewinn. Weil dann sagt man nicht nur, ihr Türken, ihr müsst jetzt irgendwie Deutschkurse belegen, damit ich mit euch reden kann, sondern man sagt, na, Türkisch ist auch eine schöne Sprache. Nicht nur, weil ich da in Urlaub hinfliege, sondern weil ich einfach wissen will, was meine Nachbarn so machen. Also so von dem Ansatz, wenn man dieses Verständnis hat, dann kommt, glaube ich, vieles fast von alleine. Und andersrum würde ich jetzt aber als jemand, der selbst ankommt in einem neuen Land, hätte ich für mich auch immer den Anspruch, ich möchte natürlich auch verstehen, wie meine Nachbarn leben. Ich möchte wissen, was für eine Kultur die haben. Warum gehen die Leute sonntags in die Kirche und nicht freitags irgendwie machen sie ihre Gebete? All sowas, das würde mich ja auch interessieren, weil ich auch selbst, wenn ich schon mich aufmache und in ein anderes Land gehe, dann habe ich auch Interesse an dem Land. Kann ich nicht erwarten, dass die meine Kultur übernehmen. Ich freue mich darüber, wenn sie sich für meine Kultur interessieren, aber genauso selbstverständlich interessiere ich mich natürlich auch für deren Kultur. Ich finde wichtig, dass Integration nie Assimilation bedeutet. Das darauf folgende Meeting war mit Frau Ingrid Nestle, Bundestagsabgeordnete der Bündnis 90-Fraktion der Grünen. Man muss sich anmelden, ein Konzept schreiben und das abschicken. Und ich habe spät gemerkt, ich habe das 2 Tage vor dem Einsendeschluss halt gemerkt, ja, das gibt's noch. Habe ich schnell ein Storyboard, also ein Konzept geschrieben, abgeschickt. Und dann wurde es auch, habe ich eine Woche später auch schon eine Bestätigung bekommen. Sie dürfen, sind schon im Finale. Wow! Und dann wurden wir erstmal nach Köln eingeladen. Ja, und dann irgendwann haben sich verschiedene Jugendliche aus der ganzen Stadt gefunden. Ja. Und wir haben eine Klimaschutzdemo organisiert, ja. Also auch wirklich selbst von Jugendlichen. Wir mussten dann noch suchen, wer schon 18 ist, um irgendwie unterzeichnen zu können und für die Demo anmelden und so. Also muss man sicherlich an vielen Orten anpacken. Integration ist ja so ein Querschnittsthema, das ganz viele Bereiche berührt. Aber sicherlich wichtig wäre Bildung, also da auch ganz früh anzusetzen. Ich glaube, es ist durchaus richtig, auch so ein Stück zu fordern und zu fördern, also auch zum Beispiel hinsichtlich Sprachkenntnisse gewisse Ansprüche zu stellen und eine Integration möglich zu machen, aber natürlich dann immer auch zu fördern und die Möglichkeiten bereitzustellen, dass man diese Kenntnisse erwerben kann und dann einfach ganz viele Kontaktpunkte zu schaffen, also Brücken zu schaffen, damit sich keine Parallelwelten bilden können und da aktiv für eine Vernetzung sorgen, für einen Austausch und für ein Kennenlernen. Das wären schon wichtige Bausteine. Dass Berlin nicht nur vom Islam im Brennpunkt als Kulisse genutzt wird, erfuhr ich, indem ich Joko Winterscheid vom bekannten Duo Joko und Klaas traf, der für die TV-Sender Pro7 und ZDF Neo moderiert, der sehr viel Interesse an unserem Projekt Islam im Brennpunkt zeigte. Und damit endete meine Berlinreise im Auftrag von Islam im Brennpunkt.